Hallo mein lieben Nussknacker und willkommen zu einem nachgeholten Video. Das hat gestern leider nicht ganz geklappt mit dem Livestream oder dem Video. Aber ich hatte ja noch den Plan, hier raus und aus den ganzen Teilen ein Eichhörnchen zu bauen. Und dieser Plan wird durchgeführt, komme was wolle, zum Beispiel jetzt, indem ich mich dieses Teils annehme, es mal wieder in seine Einzelteile zerlege und versuche aus diesem Set ein, wie gesagt, Eichhörnchen zu bekommen. Es gibt ein paar Schwierigkeiten, die sich da auftun werden, aber wenn es die nicht gäbe, wäre es ja auch nicht interessant, das zu tun. Einfache Logik dieser Welt. Oh, ich hätte vielleicht auch einen Teiletrenner noch dabei legen sollen. Hoppala. Ich habe aber einen hinter mir, oder? Habe ich nicht? Oh, ach, da ist er. Wollte ich das sagen? Ich habe da vorhin Teile drin in der Gegend. Zumal das Lego Star Wars Magazin heute Mittag nicht in der Tankstelle war, wo ich hingegangen bin. Also wird es das frühestens morgen geben oder Montag. Entsprechend habe ich jetzt ohnehin eine freie Stelle, in der ich dieses Video reinsetzen kann. Und dafür muss ich das Ding jetzt erstmal in seine Einzelteile zerlegen. Ich hatte erst gedacht, dass ich das nach und nach mache, aber jetzt habe ich schon mal angefangen. Komm, jetzt nehme ich es auch ganz auseinander, um von Null anfangen zu können, quasi. Gut, das hätte ich jetzt eigentlich lassen können. Aber ich habe mal angefangen. Ich werde auch diesmal nichts auf die Blätter tun, denn für ein Eichhörnchen sind das wiederum die besten Blätter eigentlich. So, du noch. Okay, die erste Phase ist einfach das Auseinanderbauen. Das hätte ich jetzt auch durchaus vorher machen können. Okay. Wir sind vereinzelt. Und wir kommen... Sehr schöner Blick. Wir kommen zur Frage, welches Potenzial haben wir denn, um ein Eichhörnchen zu bauen? Die Antwort ist... Oh, mein Handy klingelt, das ist lästig. Nein, die Antwort ist... Erstmal brauche ich hier nur zwei Noppen für die Augen, denn die Augen müssen ja auf jeden Fall wieder drauf. Das Eichhörnchen-Gesicht, die Richtung ist schon ziemlich klar. Ich will aber noch Seitennoppen für hinten übrig haben. Deswegen nehme ich nur zwei hier. Das ist okay, gut. Nee, Moment. So, dann kriegst du die Eichhörnchen-Nase. Bisschen hoch, aber hey, was soll's. Und Mund. Mal gucken, mache ich den so rum, mache ich den so rum, wie mache ich den Mund? Wo habe ich denn das andere davon? Ja, das ist definitiv niedlich genug. Das gehört ist jetzt unser Eichhörnchengesicht. Sehr schön, so schnell geht es voran. So, jetzt muss ich mal überlegen, was auf jeden Fall nämlich auch noch klare Verwendung hat, ist das hier. Das hier werden ja wohl eindeutig die Füße, auf denen es steht. Da kann gar keine Frage bestehen. Und dann kriegt es hier einen Körper. Dafür habe ich diese beiden wunderbaren Steine. Ich habe mir das alles vorher nicht überlegt. Insofern bin ich selbst mal gespannt, was hier am Ende rauskommt. So, dann kriege ich das hier. Kann das hier quasi nochmal der Schwanz werden. Genau, Arme. Wenn ich das so mache, dann... Obwohl... Das funktioniert eigentlich als Eichhörnchenarme. Das funktioniert ganz gut. Wo ist der andere? Da. So, achso, das kann ich hier sowieso drehen. Dann hast du hier Arme. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich die Arme gleich mit dem restlichen Eichhörnchen verbinde. Oder wie ich das restliche Eichhörnchen überhaupt ausführe. Packen wir die mal so zusammen. Du kriegst jetzt ein bisschen Kopf auf den Kopf. So, ich glaube den 1x2er, den setze ich jetzt tatsächlich mal hier ein. Das funktioniert. Und die 1x2er Plates. Ja, okay. Komische Farben, aber es ist halt, was da ist. Kreative Aufgaben, sehr schön.
Die kann ich jetzt nochmal für die Arme verwenden, oder ich kann sie nochmal übrig lassen. Aber ich habe jetzt nichts, was... Passt das eigentlich auf eine Noppe? Ja, passt auf eine Noppe. Das habe ich noch nie ausprobiert. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das nachher brauchen können werde, aber es ist schön, es zu wissen, dass es geht. Oh ja, das kann ich vielleicht... Aber ich habe keine Seite... Oh, Moment. Idee. Ja. Das sieht jetzt aus, als hätte das Eichhörnchen Flügel. Wenn man... Oder halt so rum, dann ist das schon der Eichhörnchenschwanz. Der ist ja ein bisschen fluffig und geht nach hinten raus und so weiter. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, das behalte ich so. Dann kommt der hier hinten drauf. Oh, da kommen die... Ich habe 2 1x6er. Tue ich die hier zwischen? Ich hätte das vielleicht erst überlegen sollen. Ah, das passt nicht wegen dem Winkel. Habe ich noch einen von den 1x2ern? Habe ich nicht. Dann wirst du hier nochmal bunt. Tierchen. Okay, ja. Das sieht wie etwas aus, was funktionieren kann. Auch wenn es jetzt noch ständig auseinander geht. Das wird ein sehr, sehr seltsames Eichhörnchen, aber es wird dennoch etwas, was einigermaßen Eichhörnchen ist. Dann kommst du hier. Blub. Und ja, genau, machen wir hier den Sterz zu Ende. Das wird sehr, sehr seltsam. So, komm, dich kann ich eh nirgendwo brauchen. Ach so, doch, ich hätte dich unter den Kopf setzen können. Doch, dich kann ich brauchen. Okay. Da kann ich jetzt eigentlich die Arme drunter setzen. Denn sonst geht mir langsam, aber sicher, der Teilevorrat aus, aus dem ich das überhaupt zusammenbauen kann. Okay, wir kommen wohin? Ich habe jetzt schon sehr wenig Teile übrig. Das war nicht der beste Plan der Welt. Oh Gott. Wir werden wunderlich. So rum. Ich habe doch hier noch ein 1x2er, ja. Kann ich das hier nämlich abschließen? Kleine Lücke hinten drin, aber das macht nicht so viel. Okay, du kommst hier nochmal zwischen, damit wir die Lücke auch ein bisschen füllen. Gerade, oh, das ist gar nicht mal so einfach. Okay. Was kann ich noch tun? Ich habe jetzt jede Menge von diesen bunten Teilen da. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Verwendung dafür. Und da liegt ein Haar. Wie gesagt, ich bin hier wirklich komplett blind reingegangen. Ich kann aber nochmal den Körper ein bisschen höher machen. Das zumindest, das ist möglich. So. Gott, ist das Ding seltsam. Können wir es noch seltsamer machen? Ich habe leider nur einen davon. Zweiter hiervon wäre cool. Frag mich jetzt nicht, warum ich darauf gekommen bin. Zweiter davon wäre cool. Er kriegt jetzt grüne Krallen. Nee, so rum. Mal gucken, ist das Ergebnis nachher seltsamer oder
weniger seltsam. Ich habe eine Ahnung, was die Antwort auf diese Frage ist. Okay, das ist etwas, was jetzt existiert. Und ich glaube, wir alle wünschten, dass es das nicht tun würde. aber es sieht aus wie Krallen. Abgesehen von der Farbe. Und das ist das Geräusch, das ich zu diesem Thema mache, um weitere Überlegungen in meinem Kopf anzustellen. Was kann ich hier noch tun? Es ist eigentlich nicht mehr viel übrig, weil das hier sind alles Abschlusssteine. Da kannst du echt nicht viel mitmachen. Ja, die kann ich jetzt noch oben drauf pappen. So, dann kriegt's Ohren. Gelbe. Das sieht noch weniger als Eichhörnchen aus als vorher. Okay, besser, deutlich besser. Habe ich, was habe ich denn noch? Ich habe keine runde Fliese. Ich habe keine runde Fliese hier drin. Ups. Okay, ja, ich glaube, ich hatte die Befürchtung, dass ich eine halbe Stunde mit rumbastel. Wir sind jetzt bei 12 Minuten. Minus ein paar Sekunden, jetzt sind wir bei 12 Minuten. Minus des Anfangs der Aufnahme, den ich ja wegschneiden muss, weil da kommen nur die Einschaltgeräusche. Ich bin jetzt irgendwo bei 12 Minuten. Und ich glaube, sehr viel weiter werde ich mit einem Eichhörnchen aus diesen Teilen nicht kommen. Es sind sehr, sehr seltsame Farben für ein Eichhörnchen. Das war mir aber schon vorher klar, dass das passieren würde. Oh, Moment. Würde. Komm, du kriegst zumindest noch ein bisschen bunt. Ja, ein bisschen. Ja. Ein bisschen was geht da noch? Die Eichhörnchen gehören übrigens zur Familie der Bunthörnchen. Und jetzt wisst ihr warum. Hier lernt man doch noch was über Biologie. Oh, ich habe keine von den blauen mehr. Dann kriegst du hier drei gelbe und wir hoffen, dass sich keiner von beiden Seiten gleichzeitig anschaut. Das ist das Konzept. Okay, jetzt sieht es nicht mehr aus wie ein Eichhörnchen. Jetzt sieht es nur noch aus wie ein sehr, sehr seltsamer Papagei. Wie ein Papagei, der ein Boot sein wollte. Soweit kommen wir. Das war unser völlig bekloppter Samstag. Ich hatte eine Idee. Und diese Idee ist nun umgesetzt. Bitte um Himmels Willen passt auf, dass ich nie wieder Ideen haben werde. Es kann sehr, sehr schief gehen. Bis dahin und viel Spaß beim Bauen.